meine Lieben. Mahlzeit. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war einkaufen. Ich war kurz bei DM, bei Aldi, bei Rewe und habe unseren Wocheneinkauf gemacht. Wobei, ich weiß nicht, es war jetzt nicht alles dabei, was wir sonst immer kaufen. Aber ein bisschen was haben wir wieder gebraucht. Und ja, es ist so warm draußen. Ich habe mich gerade erstmal umziehen müssen. Ich war vorhin noch mit offenen Haaren unterwegs. Aber ne, das ist viel zu warm unter der Wolle, weil heute ist kein Wölkchen da. Und es ist einfach nur heiß. Genau. Zeige ich euch kurz den Einkauf im Überblick und dann los geht's. Ich würde sagen, der Einkauf war mal wieder erfolgreich. Es sind zwei volle Tüten geworden und ich würde sagen, ich fange auch gleich mal an, denn ist ein bisschen was dabei, was dringend ins Gefrierfach muss. Ja, zuerst war ich bei Aldi, da habe ich aber auch wirklich nur die üblichen Verdächtigen mitgenommen. Und zwar, wie üblich, hier Toastbrötchen in allen Variationen. Ich guck gerade mal. Genau. Drei verschiedene. Und zwar einmal hier Toastbrötchen Weizen. Dann Toastbrötchen Roggen und Toastbrötchen Meerkorn. Die sind für meinen Mann. Er isst die total gerne und er probiert da jetzt gerne mal alles durch und probiert auch, was die Kinder davon gerne essen. Deswegen habe ich immer wieder ein bisschen Auswahl mitgebracht. Und dann natürlich durften unsere Meerkorn-Wraps nicht fehlen. Ich habe mal wieder so Lust auf Wraps, aber nicht die nächsten Tage. Deswegen habe ich jetzt noch kein Hackfleisch gekauft, aber demnächst muss es wieder Wraps geben. Und für mich habe ich wieder dreimal meine Eiweißbrötchen mitgenommen, die ich momentan leider nicht essen kann, weil ich eine Blase an der Zunge habe. Das ist so schrecklich. Ich kann nur weich essen. Wirklich nur ganz, ganz weich. Deswegen gibt es die leider momentan für mich nicht, aber demnächst darf ich wieder reinbeißen. Ich bin sicher, dass es bald wieder gut wird. Dann habe ich noch zwei Smoothies mitgenommen, aber jetzt nur die zwei hier, Apfel, Erdbeer, Kirsch, weil wir haben noch genug. Ich habe jetzt einfach mal zwei eingepackt und das muss erstmal reichen. Genau, das war es auch schon bei Aldi. Der Rest ist Rewe. Und da habe ich mir zuallererst mitgenommen Cannelloni 4 Käse. Nicht diätfreundlich, nicht das Gesündeste, aber ich mag das Zeug super, super gerne. Das Schlimme ist, ich esse die gerne. Ich esse mich immer satt, bevor ich das Beste gegessen habe, weil das schmeckt mir alles gut. Aber wenn man die in der Mikrowelle macht, der Käse, der dann da so weich übrig bleibt, schmeckt so lecker. Und den hebe ich mir mal bis zum Schluss auf. Und da bin ich meist schon satt und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder sowas gegessen habe und kann den Käse gar nicht genießen. Total blöd. Aber ich habe es mitgenommen, weil die schön weich sind und mit dem Bläschen an der Zunge. Das ist auch an so einer blöden Stelle. Hier vorne kann man die Zunge mal schon ein bisschen zur Seite nehmen und hier kauen. Wobei da ja mein empfindlicher Zahnhals ist. Das ist also auch schwierig. Aber das Bläschen ist so richtig hinten an der Zunge. Also egal wie ich rede, auch jetzt, falls ich ein bisschen lispeln sollte, egal was ich mache, ich komme andauernd dran. Es ist so eklig. Furchtbar. Dann durften noch hier von Original Wagner Steinofen diese kleinen Pizzis mit. Das sind wie so kleine Brote, die so belegt sind. Finde ich toll, mal so für zwischendurch. Sowas da haben ist grundsätzlich nie verkehrt. Dann waren Bananen im Angebot und die sehen auch furchtbar aus, schon ganz braun und datschig. Ich habe sie trotzdem mitgenommen, sind nämlich noch in Ordnung, weil ich mal wieder Bananenmilch machen will. Und da sind datschige Bananen ja absolut okay, viel besser als die ganz frischen, finde ich. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ansonsten haben wir nämlich noch Obst da, da brauchte ich nichts. Dann habe ich mitgenommen hier Kaffeehack, so lösliches Kaffeepulver einfach. Entkoffiniert. Einfach diese Brösel hier, die man auflöst. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich trinke sowas normalerweise nicht, aber ich möchte was ausprobieren und dafür brauche ich das. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal das ausgesucht. Dann kam eine Kohlrabi mit. Einmal für mich Akazienhonig für meinen Joghurt. Heute gab es mal keinen Lavendelblütenhonig. Ich habe mal Akazienhonig mitgenommen. Und mal wieder Ovomaltine. Hat es jetzt eine ganze Zeit nicht gegeben, weil Annabelle isst auf ihren Broten abends und im Kindergarten super Gemüsebrot auf Strich und Leberwurst und alles. Und sie isst abends auch super. Nur früh hatte sie sich irgendwie angewöhnt, nur das zu essen. Wirklich nur das. Und ich wollte nicht, dass Hannah immer nur das isst, weil Hannah sieht, was Annabelle isst und will dasselbe haben. Wenn natürlich die Ovomaltine auf dem Tisch steht, keine Chance. Deswegen habe ich neulich auch mal gesagt, jetzt können wir doch mal ein bisschen Marmelade essen. Also das muss ich vielleicht dazu sagen, unsere Kinder dürfen das durchaus. Wir achten darauf, dass sie nicht überzuckert sind, aber sie dürfen durchaus Marmelade oder mal Ovomaltine essen. Ich finde, da ist jetzt nichts Schlimmes dran. Nur bei Hannah möchte ich es natürlich noch ein bisschen einschränken. Bei Annabelle auch nicht andauernd. Und das hat mich halt neulich ein bisschen genervt, dass sie immer nur das wollte. Egal was. Honig mag ich nicht. Marmelade mag ich nicht. Und da habe ich einmal gesagt, so, wir haben jetzt keine Ovomaltine mehr. Probier doch mal Marmelade. Nee, will ich nicht. Okay. Dann habe ich ihr so ein bisschen Marmelade an die Seite vom Teller und ansonsten das Brot nur mit Butter. So, ne? Und dann irgendwann hat sie angefangen, es in die Marmelade zu stippen. Ich glaube, das war von Karls Erdbeerhof die Heidelbeermarmelade. Muss ich dringend bestellen übrigens. Und dann
Auf einmal hat es geschmeckt und hat die Maxi-Marmelade. Man stellt sich das mal vor. Also manchmal ist so ein bisschen Zwang gar nicht schlecht. Ne? Also manchmal muss es einfach sein. Dann habe ich mal wieder Dinkelmehl mitgenommen. Ich möchte nämlich was backen und auch wieder mal Pancakes machen. Und ich nehme da lieber Dinkelmehl als Weizenmehl. Ich finde, es schmeckt auch besser. Ich finde, es schmeckt viel besser. Ich finde, mit Dinkelmehl hat es immer so ein bisschen Süße mit drin einfach. Schmeckt total lecker. Ich mag Gebäck mit Dinkelmehl total. Dann, ich bin aufgemacht unterwegs, Lion Black and White Edition. Wurde schon geöffnet, sprechen wir nicht drüber. Dann auch wieder Schaumküsse. Die kleinen hier in den drei Farben. Ich dachte, das ist auch mal schön, wenn die Kinder mal zwischendurch was Süßes haben wollen. Ist es immer schön, die kleinen mal da zu haben. Aber Annabelle ist es auch manchmal. Bei Hannah habe ich jetzt festgestellt, Hannah beißt nur die Waffel ab und den Rest will sie gar nicht. Dann muss ich das immer essen. Ach, das ist nicht einfach. Gut, und dann haben wir noch Eis hier. Wir wollten einfach mal ein bisschen Eis da haben. Ich könnte natürlich auch mal wieder aus Fruchtzwergen Eis selber machen. Und ich will demnächst auch selber ein Eis machen. Ich habe keine Eismaschine aktuell. Ich weiß noch nicht, ob ich mir eine anschaffen soll. Aber wenn, dann lohnt sich halt auch nur so eine große. Ne? Weil so eine für zwei Kugeln lohnt sich bei uns halt einfach nicht. Deswegen müsste es dann gleich wieder eine größere sein. Und ja, ich werde jetzt erstmal ins Haus umziehen und gucken, wie ich alles vollstelle und wie viel Platz ich noch habe. Und dann entscheide ich mal, ob ich sowas wie eine Eismaschine oder ein Brotbackautomat haben möchte. Irgendwie möchte ich schon. Auf der anderen Seite, manche sagen, es ist toll, manche sagen, es ist blöd. Manche sagen, Brotbackautomat ist das Beste, was du haben kannst. Die anderen sagen, nee, ist blöd. Ich habe mir schon einen ausgesucht, der mir gefallen würde, wenn ich einen hole. Aber ich habe ihn noch nicht entschieden. Ich weiß es noch nicht. Telefon, Moment. So, und was haben wir an Eis gekauft? Einmal von Rewe selber, Eiskonfekt. Das ist immer lecker, das mag ich auch total gerne. Und dann Kinder Bueno, Ice Cream Bar. Oh, das sieht dekadent aus. Und hier Skyr Eis, und zwar Aprikose Sanddorn. Das ist auch super, super lecker, da freue ich mich schon drauf. Muss ich mal ein Foto machen, weil neulich hat mein Vater irgendwie was gemeint mit einem Eis, dass sie nicht mehr wissen, welches das war. Und das könnte dieses gewesen sein. Ja, okay. Das werde ich jetzt aber erstmal ins Gefrierfach packen, weil sonst läuft es mir davon. So, dann habe ich mitgenommen für das Eis, das ich machen möchte, einmal hier Kondensmilch, Milchmädchen und richtig schöne, fette Schlagsahne von Bärenmarke. Das soll total einfach sein. Einfach, glaube ich, nur die Schlagsahne mit Vanillezucker aufschlagen, das dazugeben und dann ins Gefrierfach. Soll super lecker sein. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Dann habe ich einmal hier so kleine Nürnberger Bratwürstchen mitgenommen. Die essen die Kinder ganz gerne. Einen Eisbergsalat, weil es dringend mal wieder Salat geben muss. Dann einmal hier von Hertha Finesse Hähnchenbrust mit Honig. Ich liebe es, ich liebe es. Ich hoffe, dass die Blase an meiner Zunge bald weg ist, dass ich wieder meine Brötchen essen kann. Ja, da freue ich mich schon drauf. Dann natürlich wieder die Baguette Salami. Die beste. Wir hatten neulich eine andere und ich muss sagen, ich mag die einfach am liebsten. Die schmeckt mir am besten. Dann einmal Suppengrün. Es gibt nämlich mal wieder eine richtig schöne Gemüsesuppe. Dann habe ich hier mal wieder Streukäse mitgenommen. Und zwar jetzt einfach von Rewe irgendein. War mir jetzt egal. Ich brauchte einfach mal wieder was zum Überbacken. Und der eine, den ich immer nehme, der war gerade leer. Und bei Aldi hatte ich es tatsächlich vergessen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier Pizzakäse mitgenommen. Das ist Gouda und Tilsiter und einmal Mozzarella. Das geht auch. Dann einmal Fruchtzwerge, die weniger süßen, die hellen. Wir nehmen nur noch die, also die dunklen. Mögen die Kinder auch gar nicht so gerne, muss ich sagen. Und ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Die schmecken viel besser. Die durften einmal mit. Dann alles Mögliche an Milch. Und zwar mehrfach einfach von Weihenstephan die Haarmilch mit 3,5%. Dann natürlich auch wieder die gute Alpro Kokosmilch. Es hat sie mal gegeben. Allerdings steht hier nicht drauf, ohne Zucker. Weil die ohne Zucker, die schmeckt irgendwie nach Pappe. Da könnte ich auch eine Pappe ablecken. Die schmeckt nach nichts. Da ist ja jetzt an sich auch nichts drin. Ich weiß nicht, was dieser Zusatz ohne Zucker noch heißt. Da ist dann halt noch mal weniger drin. Aber die schmeckt halt ehrlich gesagt nach Pappe. Da könnte auch einen Pappkarton nehmen und so drüber lecken. Es hat denselben Effekt. Also wer Lust darauf hat, bitte. Aber die schmeckt halt wirklich nach überhaupt nichts. Und dann habe ich mir auch mal wieder meine Heumilch gegönnt. Ich trete jetzt kürzer, weil eine Zeit lang habe ich ja da drin gebadet. Na, und das musste einfach nicht sein, weil abnehmen, ja, und dabei leben, ja, aber mein Mann hat auch gesagt, wenn du natürlich täglich drei von den Dingern hier reinziehst und dazu noch andere Sachen, dann ist das schwierig, weil das ist ja pures Fett.
Ja, deswegen habe ich es ein bisschen reduziert. Aber jetzt habe ich gesagt, so, ich hatte jetzt mal 4 Wochen tatsächlich nichts davon getrunken. Aber jetzt brauchte ich es einfach mal wieder wie so ein Junkie. Ne? So, komm, gib die Milch. Dann habe ich mir 2-mal Natur Skyr mitgenommen. Und auch wieder meinen Joghurt griechischer Art. Natur ohne alles. Wobei ich neulich mal den mit Honig hatte und der schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Vielleicht nehme ich demnächst immer mal wieder einen Natur mit, damit ich ihn mit meinem Lavendelblütenhonig versetzen kann. Und einen, wo schon Honig dabei ist, weil so schlecht war der gar nicht. Dann mal wieder Vollkorntoast. Vollkornbrot haben wir nämlich noch. Das haben wir neulich erst gekauft. Ist noch genug da. Dann natürlich auch wieder unseren Kiri-Dip. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Annabelle mag ihn gerne, klar, und sie teilt gerne mit uns, aber Hannah ist auf den Trichter gekommen. Und wenn ich Hannah Abendbrot mache und diesen Kiri-Dip dazu nehme, isst sie halt nichts anderes. Dann will sie nur die Dinger nehmen und stippen. Das macht sie und sie isst auch toll den Frischkäse, aber ich will halt nicht, dass das alles ist, was sie abends isst. Ich möchte natürlich auch, dass sie ihre Salami mal isst, ihre Gurke, ihren Käse, ihr Vollkornbrot. Und wenn das da ist, beschäftigt sie sich echt nur noch damit. Deswegen muss ich das momentan so ein bisschen timen, wann ich das auf den Tisch stelle. Dann habe ich für uns auch mal wieder Mozzarella mitgenommen. Und einmal Sanella zum Backen. Das ist jetzt nicht unsere normale Butter. Da haben wir nämlich noch genug, sondern die war jetzt tatsächlich zum Backen. Ach, Sanella. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Schaut, hier steht es noch. Sanella heißt bald Rama. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Will ich, dass das Rama heißt. Rama. Backen ist Liebe. Rama ist Backen. Nee, das klingt nicht. Da bin ich altmodisch. Dann habe ich auch wieder die Cheese Tiger. Hier, die liegen schon draußen. Aber ich glaube, ich habe es euch nicht gezeigt. Ja, Cheese Tiger in mehrfacher Ausführung. Mögen die Kinder gerne. Und ich mag die auch. Die schmecken total lecker. Dann gibt es auch wieder Freilandeier. 10 Stück. Und nochmal normale Schlagsahne hier von Creme Finet mit 19% Fett nur. Weil ich sowas gar nicht mehr da hatte. Dann eine Marmelade von Landliebe. Fruchtcreme ohne Kerne und Fruchtstücke Erdbeere. Es ist so, dass ich keine Marmelade mehr da habe. Uns ist die Karlsmarmelade ausgegangen. Ist ja noch nie passiert. Ich muss jetzt dringend bestellen. Meine Eltern wollen auch was haben und ich muss wieder Erdbeer bestellen, Heidelbeer bestellen und dann noch ein paar Tees bestellen. Also ich muss mal wieder eine Großbestellung starten. Neulich war aber nicht alles auf Vorrat und deswegen werde ich jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin, endlich gucken, dass ich das bestellt kriege. Deswegen mussten wir jetzt überbrücken mit Landliebe. Die ist aber auch nicht schlecht. Also ich finde, bei Marmelade, muss ich ganz ehrlich sagen, kaufe ich keine Billigmarmelade. Ich kaufe dann halt gerne Landliebe oder auch Schwartau, weil ich schon finde, dass es nicht unbedingt immer, aber bei vielen Sachen schon einen Unterschied gibt zwischen den Marken. Also nicht bei allem. Bei manchen Sachen sind die günstigeren sogar besser. Gerade bei Süßigkeiten gibt es tolle Dupes, also ganz, ganz toll. Aber so bei Marmelade, finde ich, sind die billigen halt oft nicht so lecker oder zu zuckrig. Oder hast du noch so ein Knirschen zwischen den Zähnen, wie bei Zucker. Mag ich nicht so gerne. Oder auch Saft. Wenn ich Saft kaufe, was echt selten ist, aber manchmal reitet es mich halt, dann brauche ich mal wieder O-Saft oder auch einen schönen Apfelsaft. Dann nehme ich aber in der Regel Punica oder USC. Bei Aldi gab es auch noch einen Apfelsaft, der lecker ist, aber ich gucke dann schon. Gerade bei Orangensaft, da nehme ich eigentlich fast nur Punica oder wirklich USC, weil ich finde schon, dass oftmals Billigsäfte eher so für gefärbtes Wasser sind, mit so ein bisschen Frucht dabei, aber finde ich nicht so gut. Ist aber Geschmackssache. Es ist wirklich nicht bei allem so. Es gibt genug Sachen, wo die günstigeren Alternativen auch nicht schlecht sind. Oder sogar teilweise besser. Aber ich finde halt so bei Marmelade und Saft bin ich ein bisschen anspruchsvoll vielleicht. Dann habe ich auch einmal wieder hier die kleinen Cherry-Tomaten mitgenommen für den Salat. Und für meinen Mann, was wollte er? Pepsi Max Lemon. Er trinkt sowas wirklich nicht allzu oft, aber er macht momentan so viele Liegestütze und ja, es klappt bei ihm ja alles super gut. Und ab und zu braucht er das so als Energy, ne? Wenn er dann heimkommt und dann überfallen ihn die Kinder und dann geht er mit denen noch raus. Und dann teilweise ist es einfach so, ich glaube, er braucht es einfach zum Überleben teilweise. Das werde ich jetzt auch gleich mal im Kühlschrank stellen. Und dann nochmal einen Sack Möhren. Richtig groß, richtig viel, weil ich daraus was kochen möchte. Und ich snack die zwischendurch auch ganz gerne, die Kinder auch. Aber da habe ich noch die Bio-Möhren im Kühlschrank. Und die nehmen wir übrigens auch immer, wenn wir in den Zoo gehen. Da kaufen wir immer vorm Opel-Zoo diese riesen Tüten hier. Weil im Opel-Zoo selber kriegt man ja bloß für 2 Euro so ein halbes Kilo Möhrchen. Das ist, wenn die Kinder so viel füttern wie unsere, so. Ja, 2 Ziegen, ne? Deswegen, wir gehen immer mit 2 solchen Riesensäcken in den Zoo. Und auch die kriegen wir leer. Die Tiere freuen sich, wenn sie uns sehen. Die sagen schon, ey, da sind die Verrückten. Mund auf. Jawohl. Okay, Lieben, das war mein Food-Haul. Ich räume das jetzt alles gleich weg.
und mache mir was zu essen. Und zwar diese super gesunden Cannelloni, weil sie schön weich sind. Aber vorher mache ich noch so ein bisschen Kamistat Gel auf diese dämliche Blase da hinten. Die nervt mich. Gut, und dann müsste ich heute eigentlich noch ein Video drehen. Aber ich denke, ich werde es morgen tun, weil morgen kommen wieder meine Eltern. Heute sind sie auch da spontan, aber das habe ich jetzt einfach nicht geschafft, dahin zu fahren. Aber morgen. Aber bis sie da sind, denke ich, werde ich morgen früh noch ein Video drehen, wenn es noch nicht so warm ist. Ich wollte es jetzt machen, aber jetzt, ehrlich gesagt, ist es schon relativ spät. Ich habe noch nichts gegessen. Und jetzt mich vor die blöde Lampe zu setzen, und die brauche ich halt, weil sonst habe ich da kein Licht. Nee, das schaffe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, mein Morgen früh. Lieber schneide ich das Video zusammen. Okay, ihr Lieben, lang geschnackt. Mehr gibt es jetzt gerade nicht zu berichten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt mir gesund und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.